Hallo und willkommen zurück bei Wildstar. Okay, ich muss hier irgendwie mit Robotern reden, die teilweise durchgeknallt sind. Was geht denn da ab? Was bist du denn? Wir müssen von vorn anfangen. Was? Freibot, Geduldbot. Freibot, Dortbot? What, Bot? Ah ja. Er ist wohl hier der Arzt. Und bei ihm sind wohl ein paar Schrauben locker. Naja, egal. Ich wollte mit dir hier quasseln. Im Plan des Lebens sind alle eins. Ja, ja. Selbst die Freibots haben Geheimagenten, so wie mich? Bitte was? Wieso brauchen sie sowas? Hirnmüll. Naja. Ich würde gerne einen Blick auf die Neuralkerne der verrückten Freibots werfen. Kannst du mir, was? Kannst du mit bei der Sammlung der Neuralkerne helfen? Kannst du mit bei der... Ich hätte jetzt dann irgendwie, kannst du mir bei der Sammlung helfen, aber egal. Sicher, ich werde die Neuralkerne sammeln. Mein internes Infokron wird dich verfolgen. Ja, glaube ich. Glaube ich auch. Da müssen wir noch hoch. Ich glaube, das machen wir auch zuerst. Oh, und hier ist ein Briefkasten. Da, den nehmen wir dann gerade mit. Das ist nämlich hier die Tasche, die wir vorhin bekommen haben. Oder halt in der letzten Folge bei der Soldatenmission. Und da war ja leider das kannst du nicht benutzen, ja. Da war ja leider das Inventar voll und deswegen liegt es halt hier in der Post. Aber so kriegen wir das halt auch hin. Und wir haben ein bisschen mehr Inventar. Ich habe auch verkauft, wie man es eben gesehen hat. Das heißt, wir können hier weiter rumschnetzeln. Bis es halt wieder voll ist. Muss mal gucken, dass, wenn ich hier die Session beende, in Sate oder sonst irgendwo, ja, ein bisschen was wieder in mein Bankfach reinlege. So, wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Halt vor allen Dingen hier die ganzen komischen Samen und so weiter. Du willst reden? Ach, das war das Magenhybräu. Dafür braucht er das Wasser, ne? Muss nur noch die Magenschleimhaut ein bisschen mehr köcheln lassen. Igitt. Du bist ein echter Kumpel. Ich hab noch was von dem Magenhiebräu über. Du kriegst es als kleines Dankeschön. Ja, super. So, aber da kriegen wir nicht wirklich was Gutes. Bei halt Unterstützungskraft ist natürlich geringer, aber dafür ist halt mehr. Es sind halt mehr Werte drauf, aber nicht das, was ich so eigentlich bräuchte. Egal. So. Schön sauber bleiben. Ach Gott, und hier hat eine Folgequest. So, mein Magenhiebbräu ist fertig und jetzt muss ich ein bisschen damit angeben. Du da, bring ein Fässchen Magenhiebbräu zu Krok und sag mir, was er davon hält. Ah, gut. Es ist nicht weit. Es ist nicht weit? Halte ich, glaube ich, für ein Gerücht. Wo ist denn der Krok? Ja, ist nicht weit, nee. Ganzen Kilometer. Ihr habt's doch nicht mehr alle. Ich geh jetzt hier Bots hauen. Neuralkerne sammeln. So, die kennen mich ja hier schon alle.
Lalalalala. Immer im Kreis rum, immer im Kreis rum. Treffen mich zwar komischerweise auch, wenn ich da um die rumtänzel wie ein Blöder, aber... Aber ich bilde mir trotzdem ein, dass es irgendwie was bringt. Geht der auch down? 50. So, dann nehmen wir die da. Die machen doch hier bestimmt gleich ihren komischen AE. Egal. So, das reicht aber noch nicht. Ja. Ist noch nicht down. Aber ich hatte halt keine Energie mehr für irgendwas. Au. Arsch. Sprachkommunikation einleiten. So, was? Ich werde erst ruhen, wenn alle Bots frei sind. Ja, ja. Analyse der Neuralkerne gestartet. Analyse abgeschlossen. Präsenz von Schadcode bestätigt. Jetzt liegt auf der Hand, dass Netzwerk Morgoroth sabotiert wurde. Okay. Es ist an der Zeit, ein paar Wanzen zu zerquetschen. Mhm. Wir müssen die Quelle dieses Codes ermitteln und sicherstellen, dass sie vernichtet wird. Ja. Gut, ich muss hier trotzdem noch ein paar Bots hauen. Um halt hier die ein bisschen, zumindest ein bisschen hier auszurotten. Stehen überall nicht so besonders gut. Keine Energie, verdammt. Okay. Ja, schönen Tag, vernunftbegabtes Wesen. Was gibt es? Phänomenal! Wanze und ich verdanken unsere weitere Funktionsfähigkeit allein dir. Als Regulator dieses Netzwerks sollte ich deine Kampfsubroutinen analysieren und emulieren. Nee, lass mal. Da hättest du nicht viel von. Ja, gern geschehen. So, was, wo Rauch ist. Ja. Kurz bevor die Schaltkreise meiner Freibot-Brüder vom Wahnsinn befallen wurden, gab es eine Explosion. Vielleicht wäre eine Untersuchung dieser Explosion sinnvoll. Ja, geht klar. Ich erkenne deine Annahme mit Freuden an. Ich prognostiziere mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 96%, dass du Informationen findest, die relevant für unsere derzeitige Krise sind. Ja, schön. Untersuche die Trümmer. Wo? 220? Eventuell da? Liegt da noch irgendwie einer rum? Keine Ahnung. Gedankenloser Freibot. Hm. Ich weiß nicht, was die hier mit der Lampe hier machen. Untersuche die Trümmer. 105. Okay, da müssen wir noch ein bisschen... Irgendwie an dem vorbei. Da?
Diese Trümmer scheinen ein Raumschiffmotor zu sein. Es muss einen Absturz gegeben haben. Da steigt Rauch von einem nahegelegenen Hügel auf. Vielleicht ist das das Wrack. Ach da. So, gehen wir gucken. Aber was ist das da oben? Sieht aus wie eine Klaue. Was? Ey! Wieso hat er mich gesehen? Wie komme ich denn da hoch? Komme ich da hoch? Okay, das sieht weniger erfolgsversprechend aus, aber doch, es... Nee, es geht nicht. toll, dann halt irgendwie außen rum. Aha, da gibt es eine Quest. Der Pilot. Na ja, gut, dann holen wir uns mal hier den Piloten. Meinst du, du kannst mir mal zur Hand gehen? Ich brauche Hilfe. Ich bin mir recht sicher, dass ich mir die Rippen gebrochen habe. Ja, ja, ist gut. Hallo, mein Freund. Du musst mir helfen. Mein Schiff wurde getroffen und ist abgestürzt. Dann tauchten plötzlich aus dem Nichts diese Bots auf und griffen uns an. Meine Besatzung ist dort... was ist noch da drüben? Wieso ist das Schiff abgestürzt? Ich habe keine Ahnung. Gerade noch gehen wir in Landeposition, da gehen plötzlich die Sirenen los und die Steuerung fällt aus. Schön. Wohin war der überhaupt unterwegs? Wir waren nach Thermok unterwegs. Ein typischer Versorgungsflug, nichts Außergewöhnliches. Absolut kein Grund, uns abzuschießen. Na okay, dann... Ohne dich schaffen wir es ganz bestimmt nicht. Dann schauen wir mal, ob wir deine Besatzung da finden. Ishari-Aufseher. Okay... So, dieser Meshari kommandiert meine Freibot-Brüder herum. Das hat... Das, er hat keine Befehlsgewalt über sie, über uns. Bitte halt ihn davon ab, meinen Brüdern noch mehr Leid zuzufügen. Ja, okay. Können wir ja mal probieren. Ja. Frag mich, wer uns abgeschossen hat. Keine Ahnung. So, die werden hier etwas schwerer bewacht. So, dann... Helfen wir euch mal auf. Ich weiß nicht, was er da zerreißt. Jetzt hört es irgendwie so an, als würde er irgendwie sein T-Shirt zerreißen oder sonst irgendwie was. Okay. So, dann dich. Was brauchen wir denn von euch? Ja, war harte Landung. Ich... ist gut. Okay, dann wird das hier wohl der letzte sein. Na komm. Pflaster drauf und gut. So. Kommunikation initialisiert.
Der Mishari, der meine versklavten Brüder kontrollierte, kann nur eins bedeuten, dass Dominimus irgendwie darin verwickelt sein. Sehr erschütternd. Ja, ich hasse diese Kerle. Ja, ehrlich gesagt, ich hatte bis heute keine gute Meinung von ihnen. Ja, ja, so, plopp. Hast du was zu sagen? Die Witwe spinnt gerade ihr Netz. Der Abgesandte. Ich habe die Koordinaten an dein Infokron geschickt. Triff mich dort. Keine Sorge, ich bleib in der Nähe. Ja, okay, wir sehen uns dann dort. Schätze, du beeilst dich besser. Okay. Also, zum Piloten müssen wir auch wieder zurück. Dann sollten wir das vielleicht auch mal umgehend machen. Damit wir zumindest mal noch von dem hier ein paar XP bekommen. Ach ja, da sind jetzt auch seine ganzen Leute. Er hier, ihm geht's gut, ne? Na los, red schon. So, ja, keiner wird zurückgelassen. Alles kein Problem hier, außer, naja, ihm hier solltest du vielleicht, keine Ahnung, zum Wasserschleppen schicken oder sowas. Einige meiner Männer haben es hierhin zurückgeschafft, wie du siehst. Ja, ja. Danke, dass du sie zusammengeflickt hast. Wir alle stehen in deiner Schuld, mein Freund. Ja, ja, wirklich. Ja, ist kein Problem. Man sieht sich. Ja. Der will dann noch was. Hungrig und verzweifelt. Toll. Wir haben nichts zu essen. Dann geht euch was jagen. Beim Absturz ist alles in die Luft gegangen. Unten in der Bucht habe ich aber ein paar Walzähne gesehen. Die Leber kann man ganz gut essen. Ja. Wahlleber, Wahlzahnleber, Igitt. Sag, was du willst, aber im Überlebenstraining hat man uns speziell auf Wahlzahnleber hingewiesen. Sie steckt voller Nährstoffe und liefert auch das. Und liefert uns die nötige Energie, um zur Thermokfeste zu gelangen. Ja, dann jagen wir die Viecher. Die sind ganz schön gefährlich. Ja, ja. Dann hauen wir die um. Ich weiß nicht, warum man nur einfach hier die Leber braucht. Eigentlich Verschwendung? Was bist du denn hier? Ein Panzerhai? Was siehst du denn aus? Ist das eine Schildkröte mit Haifischflosse hinten drauf? Was immer du da machen wolltest, mach es nicht. Leber und eine Spritze. Ja. Oh. Da ist ein Loch im Eis. Kommen wir da unfallfrei rüber, ja. Eisbuchtschar. Was auch immer. Böp. Es ist eine große Ehre, als Kandidatin für die Hydrus-Protokolle auserwählt worden zu sein. Und all jene, die es vielleicht verdient haben, bin ich diejenige, die der Archon auserwählt hat. Wenn ich darüber nachdenke, finde ich das ein wenig seltsam, beunruhigend. Es ist fast so, als verfolgten meine Kollegen ein geheimes Ziel, das noch nicht klar definiert ist. Intriganten. Ich vertraue keinem von ihnen. Hm.
Warum auch immer sie ihren Kollegen nicht vertraut, raff ich nicht so ganz. Egal. Nie haben wir genug Energie, um hier richtig schön aufzuspießen. Oh, next. Lop. Da. Ja, und trotz hier sämtlicher XP-Buffs, also irgendwie der Balken, der füllt sich nicht. Komm mal her. Hier, das ganze Steak hier könnten wir doch eigentlich alles mitnehmen. Können die sich auf den Grill schmeißen? Statt nur hier eklige Leber. Walzahnfleisch, na toll. Naja, und ein VIP. Ist das irgendwas, was wir gebrauchen können? Unter Garantie nicht. Arkanschütze, naja. Hier, Wirrfasern, erweitert Inventar um 6, um 5. Alles zu klein. Rezept. Kennen wir das schon? Verweste Überreste. Rasches Ausschlachten. Stören wir hier mal ein bisschen beim Essen. Der ist eh schon fett genug. ...91, na toll. Na toll! Ach, da hinten ist noch einer. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier durch die kalte Brühe hier schwimmen. Und, ja, die Quest hier abgeben. Das komische Lebergedöns. Sonst ist es irgendwie irgendwann ziemlich eklig in der Tasche, wenn das da zu lange drin bleibt. So. Willst du reden? Er steht ja hier schon wieder. Oder ist das jetzt hier der Nachfolger? Der Kapitän ist hier leider gestorben. Achso, ja, Brightson? Oh ja, er hat es nicht geschafft. Tut mir leid. Aber die Leber können wir gut brauchen. wenn wir wieder Hunger kriegen. Also, ja, vielen Dank. Haben die den gegessen? Ich schätze, das war's. Warum schaust du mich so an? Lass das. Ja, okay. Ich glaube, die haben den gefuttert. Naja. Egal. Dann machen wir hier Schluss an der Stelle und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.